Gesundheit. Mangel. Ja, bitteschön, Herr Dr. Hopfen. Soll ich Ihnen die Türe aufhalten? Nee, danke, das geht schon. Also, ja. Natürlich. Also hier oben hätten Sie zum Beispiel die Schulungsräume müssen. Ist nämlich scheißegal jetzt. Was? Was? Hopfen? Ja? Ja, wir gucken uns das einfach später an. Ja, natürlich. Ja, was verdienen? Ach, das ist mir eigentlich egal. Ja, sag mal, gehen so schnell ist er nicht mehr. Wer? Sie. Was bin ich? Ich bin nicht mehr so. Was? Nee, du bist schon schnell. Ich habe gesagt, du sollst langsamer gehen. Warte mal, wir müssen in die andere Richtung. Die andere Richtung. Gehen Sie ruhig vor, Chefin. Mhm. Ja. Das fällt mir gerade so schwer, die Schnauze zu halten. So, das ist unsere Garage. Was ist das für ein Name? Hier stehen unsere ganzen RTWs, ne? Ja. Was heißt RTW, Frau Chefin? Das sind die hier. Was heißt das, RTW? Rettungs? Kraftwagen. Kraftwagen. Hm? Ja. Schöne Autos. Immer sauber machen, ne? Mhm. Ja. Viele Autos. Wie viele haben Sie insgesamt? Wir haben 10 RTWs, 3 Notarzt-Einsatzfahrzeuge. Ein Feuerwehrauto. Ein Feuerwehrauto. Das kann, das wo man mit löscht, brannt alles, ne? Ja. Ja. Da können wir gerne mal hinfahren, dass Sie wissen, wo das bei uns steht. Ja, gerne. Aber da dürfen Sie nicht mit losfahren, Herr Smoker. Nee, natürlich nicht, Chefin. Natürlich nicht. Ja, Fahrberechtigung würde ich sowieso nicht erteilen. Nee, das geht nicht. Naja, aber die Schlüssel braucht er ja schon, ne? Dass er die. Ja, richtig, dass ich das sauber machen kann, ne? Genau. Schlüssel schon, ja, aber fahren darf er halt nicht. Nee. Hm. Ja. Nee. Ja, dann. Fahren wir dahin, ne? Fahren wir da mal hin und dann. Ja, dann reden wir mal über das Geld, ne? Was? Ja, später. Danach. Erst schön Feuerwehrauto gucken gehen, ne? Ja, okay. Ja. Fahren wir gleich mit Zoom Auto, oder? Dann brauchen wir nicht wieder hochgehen. Ne, wir können doch rumgehen hier, ist doch nicht weit. Ja, stimmt, das ist ja drüben auch noch eins. Ja. Kommen Sie, Herr Smoker. Ja, natürlich, Herr Dr. Hopfner. Also hast du von dem Oleke nichts mehr gehört, ne? Nein, gar nicht. Tizi, danke schön für den Satz. Vielen Dank. Danke schön. Weiterhin glänzen mit Abwesenheit. Von wem? Doktor, unser Psychologe, Dr. Ayodele Oleke. Ja, Psychologe war ich auch, ne? War ich auch. Was, Sie waren Psychologe? Nee, Behandlung. Ach so. Hopfner? Hi, grüß dich. Aber ich kann halt gut mit Leuten reden. Ja, ich rufe dich danach dann nochmal an oder komm dann schnell vorbei bei dir im Büro, wenn es ist. Ja, dann rufe ich da an, weil der Sachverlag ist soweit schon geklärt, aber ich habe dennoch eine Rückfrage. Ja, wir haben ihn ja noch nicht, ne? Ja, den ciao. Job, den haben wir ja noch nicht. Die Staatsanwaltschaft immer. Hast du am Sonntag die Rechnung für den ACS bezahlt? Oder hat die Marilyn gemacht, was ich weiß. Okay, perfekt. Frau Chefin? Ja? Sie sagten eben, Sie suchen noch eine Köchin oder sowas vielleicht? Ja, für unsere Kantine oben. Ach so. Die kann ich Ihnen gerne mal zeigen. Ja. Kantine haben Sie auch hier. Ja. Das ist ja wie ein Hotel hier, ne? Sehr groß ist unser Krankenhaus. Das ist schön. Köchin. Ja, muss ich. Oh, was ist das? Willst du fahren oder soll ich fahren? Kannst ruhig fahren. Okay. Das sind aber schöne Autos. Soll ich Ihnen die Türe aufmachen, Frau Chefin? Bitte schön. So. Dankeschön. Das ist charmant, ist er ja, der Herr Smoker. Ach, hier ist das Bushaus, ne? Ja. Ja. Oh. Scheiße.
Wie lange leben Sie schon hier, Herr Smoker? Was haben wir heute für Tag? 5 Froschöffen. 5 Wochen? Was? 5 Wochen? Oder Jahre? Nee, Wochen. Ah, okay. Was? Was denn? Nix, Frau Chefin. Gar nichts. Ach ja, was ein schöner Tag heute. Schöner Abend, Himmel ist schön. Ja. Sind Sie auch eine Frau Doktor? Mhm. Was haben Sie, was machen Sie? So operieren und so, oder ja. Was? Ja. Oh, okay. So. Ach, Herr Jemini. Also, ich weiß, wo ich demnächst sehr oft bin. Oh ja, hier kannst du Baywatch machen. Ja, Smoker, das ist unsere Feuerwache und das, Lifeguard. Das ist Baywatch. Ja, das ist halt... Ich sehe das schon. Oh, du, Herr Hopfner, ich habe das schon vor Augen. Was haben Sie vor Augen? Diesen ganz langsamen Lauf. Ja, das, ich spüre das. Ich kann es mir wirklich vorstellen. Ja, und das sind die Feuerwehrauto, ne? Richtig. Ja, das sieht schön aus. Schön. Und die können richtig mit Wasserspritzen du alles schon machen. Ja, die können auch mit Wasserspritzen. Wow. Das würde ich mich gerne mal reinsetzen. Ja. Den hier, den habe ich aufgeschlossen. Ja. Was ist das? Hilfe! Ich erfülle ihm gerade einen Wunsch. Oh, guck mal, wie das. Oh, guck mal, wie schön. Da oben Funkgerät, alles. Guck mal, wie das aussieht hier. Wie schön ist das denn? Das ist toll. Das ist schön. Ja. Ja. Herr Dr. Hopfner, Frage bitte. Ja, bitte, fragen Sie. Wenn, das sind ja Feuerwehrautos. Ja. Ha, wo sind, ach, die Feuerleute kommen da hinten runter, ne? Gerutscht. Rutschen hinten runter, wenn ein Einsatz ist, richtig. Ah, und die wohnen hier drin, ne? Leben hier, wenn Dienst haben, ne? Ja. Sagen wir richtig, ja. Ah, okay. Das ist schön. Das ist richtig schön. Ja. Wollen Sie sich mal in das Fahrzeug setzen? Das da? Gelbe? Ja. Und? Ja. Bitteschön. Dankeschön. Drücken Sie mal auf das rote Knöpfchen da dort. Nee. Ich will nur gucken, nichts anfassen. Nur gucken. Sie dürfen ruhig mal drauf drücken. Nee, möchte ich nicht. Lieb gemeint, aber möchte ich nicht. Nee. Okay. Nee. Das ist auch ein schönes Auto, auch ein schönes Auto. Das sind tolle Autos hier. Ja. Ja, tolle Autos. Das ist aber meine Frage, Frau Doktor und Herr Doktor. Das ist aber weit weg, muss ich hier oft hin? Nein, so oft werden die ja nicht gebraucht. Ach so. Nur wenn die vom Einsatz kommen, dann müssten sie ja mal her. Ja. Aber da kann ich ja laufen dann, ja. Da kann sie auch ein Kollege herfahren. Ja, kein Problem. Kein Problem. Sehr gut, schön. Das ist schön. Haben Sie einen Führerschein, Herr Smoker? Ja, habe ich, aber habe kein Fahrrad, kein Auto, gar nichts. Lauf immer zu Fuß oder fahr Taxi. Ja. So wie das Geld das halt hergibt, Herr Doktor. Ja. Ja, Bleistifte sind halt wichtiger, ne? Was? Bleistifte sind halt wichtiger. Wie kommen Sie jetzt auf Bleistifte? Ja, für Ihre Kinder. Ja, für die Schule, ne? Naja. Richtig. Ja. Ja, gefällt mir.
Ja, also mir gefällt das, Frau Dr. Walker. Ja. Ja gut, dann fahren wir mal wieder zurück, ne? Fahren wir zurück, ja. Das mache ich alles sauber hier, die ganzen Ölflecken, alles weg. Mhm. Ja. Muss man das nicht zumachen hier jetzt? Ich muss ja schnell Einsatz machen. So, bitteschön. Danke. Türe auf. Steig mal lieber hier ein. Ja, nicht schlimm. Können Sie sich das vorstellen, Herr Smoker? Was? Reinigungsarbeiten durchzuführen. Ja, natürlich. Also der Hauptbestandteil, klar, wird im Krankenhaus sein. Ja. Gibt es immer sehr viel Arbeit. Ja, vor allem die Außenanlage muss halt immer säuberlich gepflegt werden. Alles sauber machen, Papierchen aufheben, Rasen mähen, alles, ne? Richtig, Hecken genau. Schneiden, Sträucher stutzen. Krankenzimmer müssen gewischt werden. Ja, Krankenzimmer wischen, ja. Alles. Ja. Schöne Arbeit, schöne Arbeit. Habe ich dann auch einen eigenen Spind oder so? Ja. Oh. Ja, richtig. Schön, schön. Gefällt mir. Gesundheit. Das ist immer weit zum Laufen dann, aber kommt ja nicht oft vor, ne? Ja. Aber andererseits ist man dann fit, ne? Ja. Das ist richtig, ja. Ja, ja. Was ist das da für ein kleines, schnuckeliges Auto? Welches meinen Sie? Das rote hier, das kleine. Was von einer Arbeitskollegin. Ach so. Das ist ein schönes Auto. Ah, das da meinen Sie, oder, Herr Smoker? Das ist meins, ja? Nein, das da das, hier. Das meinen Sie, Herr Smoker? Ja, das. Ja, das da hinten meine ich. Ja, das da. Genau das da. Das ist voll schön. Ja. Vielen Dank. Geht's mal hoch, ich komme gleich nach. Ja. Hopfner? Nee, gibt ihm das Antimittel dagegen, dass er aus dem Koma rauskommt. Dann, Herr Hopfen? Ja, bitte. Was ist das für das kleine rote Auto? Was war das? Ja, das war. Ein privates Fahrzeug von einer Kollegin. Ah, okay. Also nicht vom Krankenhaus, ne? Nein, nicht vom Krankenhaus. Also. Oh. So. Meinen Sie, ich kriege einen Job? Vielleicht, ne? Davon aus. Hat das doch geholfen, da ich Anzug anlasse, ne? Sieht man sehr gepflegt aus, ne? Hab sie ja gesagt, dass sie den Anzug an. Ja, richtig. Hopfen immer richtig. Hopfen sagt, Schmucker tut, ne? So. Ja. Habt ihr das schon besprochen? Was? Patrick?
Nee, wie gesagt, wir haben jetzt auf dich gewartet, weil es geht ja jetzt quasi dann um die Gehaltsvorstellung, dass ihr das halt alles dann machen kann, ne? Ja. Ja. Bis das auf alle Fälle gleich mal ein, dann kannst du mir deine Vorstellung sagen. Ja. Was hast du gesagt? Ich habe dich gerade nicht verstanden. Was deine Gehaltsvorstellung ist für den Hausmeister. Ja, Herr Smoker, würden Sie draußen noch mal warten? Ja, Ich gebe mit natürlich, meinem. Chefin, natürlich, Da natürlich ist die mache ich. Couch. Ja, alles warten hier draußen. Herr Smoker, kommen Sie bitte rein. Herr Smoker? Ja, bin schon da, Chefin. Okay. Was haben wir zum Schreibtisch? Zum Schreibtisch. Ja. So. Ich würde Sie bitten, hier einmal zu unterschreiben. Herr Smoker, hier. Ja. Einmal unterschreiben. Sie kriegen, Da Sie haben Sie. haben einen Stundenlohn von 70 Dollar. Das Mindeste, was wir für jemanden Stundenlohn haben müssen vom Gesetz her, sind 60. Wir geben ihn 70. Ja. Und ja. Haben Sie einen Stift zum Unterschreiben, Frau Doktor? Ja, liegt doch da. Okay. Bitte schön. Perfekt, dann gehen Sie mal zu Herrn Hopfner, der gibt Ihnen jetzt eine Zugangskarte. Ja. Die Zugangskarte müssen Sie immer in Ihrer Brieftasche oder Hosentasche haben, ne? Ja. Damit können Sie die RTWs aufschließen, das Krankenhaus aufschließen. Ja. Hopfner vom Medical Center. Genau. Ich bräuchte bitte Muss ich einmal mich eine. dann, wenn ich Ich arbeite, zeige Ihnen auch gleich, wo Ihr Spind ist und wo Sie sich in den Dienst einstellen ja, können. genau. Dankeschön, Frau Doktor. Danke. Zeige ich mal Ihnen gleich. Ja, so, Herr Hopfner. Ist bei uns jetzt eingestellt als Hausmeister, dass Sie ihn aus der Sozialhilfe rausnehmen. Ich würde da mit ihm da vorbeikommen, dass Sie dann das alles mit ihm dann besprechen können, wie. Ja, nee, da komme ich dann mit dem Herrn vorbei und dann können wir das dann machen. Aber dass Sie schon Bescheid wissen. Okay, super, danke, tschüss. Okay, die Öl ist auch geregelt, da muss ich auch Da, mit den Smoker vorbeifahren, wegen der Sozialhilfe, dass die wegkommt. ja. Darf ich was sagen, bitte? Ich möchte mich bedanken. Weil, gucken Sie mal, ich bin jetzt auch, ich bin so lange schon in Stadt, ne? Und habe viel Arbeit immer geguckt, wirklich guck, will arbeiten immer, weil ja auch Familie ernähren muss. Aber keiner wollte mich haben, weil die immer gesagt haben, Schulen nicht so gut und weiß ich was alles. Und da möchte ich Dankeschön sagen, dass sie mir Ja, die gern. Chance gibt. Ich werde sie nicht enttäuschen. Das will ich hoffen, Smoke. Ja. Ja. Gut, dann gehen wir mal. Also der Herr Hopfner gibt Ihnen noch die Zugangskarte gleich. Ja. Und dann gehen wir runter. Dann zeige ich Ihnen, wo Sie sich einstempeln und Ja. wo Ihr Spind ist, Zwei ja? Jahre Okay, danke Gary schön. Love. Ja, nur einen kurzen Moment. Ja, wir haben Arbeit. Leck mich am Arsch. Ja, Dann bitte. gebe ich Ihnen eine Karte und auf diese Karte passen Sie mir ganz wichtig, sehr stark auf drauf, okay? Ja. Bitte schön. Mitarbeit. Ja. Danke. Dieser Karte sind Sie befugt, an den Schlüsselkasten zu gehen, dass Sie die Fahrzeuge aufschließen können, die dementsprechende Innenreinigung durchzuführen. Dann Ja. noch ein Schließfach. Ja. Gut, dann würde ich sagen, dann schauen wir mal nach unten, dann zeige ich Ihnen das Schließfach. Ja. Der Doktor Hopfner.
Ja. Die Karte, die, ne, die Sie mir gerade gegeben haben, ne? Ja. Wo soll ich die am besten aufbewahren? Haben Sie noch Platz in der Hosentasche? Oder in der Geldbörse? Ja, klar. Da ist ja meistens nur mein Ausweis drin, mein Personalausweis. Nur mein Personalausweis. Meinen Sie, da könnte ich die rein tun? Da könnten Sie sie reintun, ja. Ihnen jetzt noch mal in die Hand, bitteschön. Warten Sie, Dankeschön. Warten Sie, versuche ich die mal. Die ist was groß, ne? Die Karte. Ist größer als Personalausweis. Ist ja selber Checkkartenformat. Ja, probiere ich das nachher, stecke ich die dann ordentlich da rein. Schauen Sie mal. So, jetzt hat sie gepasst. Klar, muss man ein bisschen drücken, ne? Ja, ist Ja, ja neue genau. Karte, So. ne? Ja, Ja, Dankeschön. okay, super. Danke. Dann folgen Sie mir. Ja. Okay, ich verlasse mich auf Sie, dass Sie keinen Scheiß bauen, okay? Nee, gar nichts. Herr Hopf, Dr. Hopf noch. Ja. Nee, ist schon gut. Es ist Herr Smoker, unser neuer Hausmeister. So, schöne Feierabend. Ja, Herr Ihnen Smoker, auch. freut mich. Ja. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Danke schön. Gut, dann folgen Sie mir mal, Herr Smoker. Ja. Fehlt Ihnen irgendwas? Ich hatte einen kleinen Unfall, aber Oh, es geht schon. gute Besserung. Danke. Kommen Sie, Herr Smoker. Ja, hier rein. Oh. Was ist denn das? Hier ist der Umkleideraum und da haben Sie auch einen Schwind. Müsste genau der Ihnen vor Ihnen sein, der obere. Ja. Können Sie dann Ihre Sachen reinpacken? Ah, okay, ja. Ja. Und ja, Haben. okay. Und wo ist das, wo wenn Arbeiten kommen und Arbeiten Ende? Ist Da es? ist er, da ist er. Sie müssen Sie hier hingehen. Moment. Ja. Da, hier, da ziehen Sie. Da trage ich dann ein, ne? Genau. Ja. Ja, das kriegen wir schon hin, das glaube ich, kleinste Problem. Habt ihr Konto schon gemacht? Sonst kriegt ihr kein Geld. Nee, Kontonummer brauche ich noch. Wie meine Kontonummer? Ja, Sie möchten ja auch einen Lohn bekommen von uns, oder? Ja, Konto, kann ich da gleich, Wir müssen jetzt Ja. zum Department of Labor und dann fahren wir dann, wenn Sie schon schnell beim Bankautomaten vorbei, dann können Sie mir die Kontonummer sagen. Ja. Weil sonst, ja, kann der Lohn ja nicht überwiesen werden. Ja. So, jetzt feier ich mal Feierabend. Schönen Ja, Abend noch, ne? Ihnen Ja, auch. wünsche ich dir Dankeschön. auch. Ciao. Ja, gut, dann fahren wir schnell. Ja, fahr mal schnell. Wir sind schon beim Department of Labor. Ja. Okay, kommen Sie danach wieder? Wir kommen wieder, ja. Okay. Jeff, ich Und. habe Arbeit. Ja. Ich Er hab. rennt Dann hierher, kommen Sie, sagt, Herr Smoker. oh, ich habe Arbeit. Ja, Dürüm. wunderbar, ich bin Beiläufer Geil. hier. Dürüm, mein Schatz. Ja, Arbeit. Ich muss aber Ja. schnell hinter dem Mann her, wir müssen zum Ja. Arbeitsamt Du fahren, hast jetzt abmelden. sofort Ja, gesagt, ja. du hast mit Ja, der Frau, die hier gerade gelaufen, Stellung gemacht. was? Stellungsschlich Du hast hin. Stellung gemacht. Nein, habe ich gar Nein, keine Stellung Stellung. gemacht. Stellung sprechen. Kannst du erst die Arme runternehmen? Ja, Ja, freue ich ich mich muss aber schon, mein schnell. Freund. Herr Lauf schnell, lauf Smoker, wir schnell. haben einen Schnell, Termin. ja, Schnell, Entschuldigung, lauf. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Kann meine Frau mitfahren? Negativ. Aus versicherungstechnischen Ach Gründen so. darf ich keine mitnehmen, außer Angestellte. Okay. Tut mir leid. Ja. Hier das Auto?
So. Ich freue mich total, Herr Doktor. Freut mich, wenn es Sie freut. Ja. Das ist schön. Ich hoffe, Sie merken, ich bin kein Unmensch nach dem, was war. Ich hätte auch knallhart nein sagen können. Was war denn, Herr Dr. Hopfen? Na, wo Sie mich verpfiffen haben beim Meister Henke. Wovon reden Sie denn, Herr Dr. Hopfen? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Okay, stellen Sie sich nicht auf dumm. $70 ist gut, ne? Sehr gut. $70 ist gut, durchaus, ja. Ja. Wie Glück ist es, dass ich nicht nachtragend bin. Ja, das stimmt. Was meinen Sie, wann wird so Kleidung und so... Kann ich Ihnen echt nicht sagen, weil wir warten selber noch auf die ersten Tage. Kleiderei, bis wir die neue Kleidung bekommen. Ja. Dann kann ich ja meine Privatsachen so lang putzen und so, ne? Ja, aber dann müssten wir gucken, ob wir irgendwie was finden, was halt irgendwie hausmeisterähnlich aussieht. Vielleicht eine Lala-Hose hier. Der Helmut hat auch so eine Lala-Hose an. Ja, so eine Latzhose, das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Ja. Dann warten wir hier mal. Ja, auf wen? Wir schaffen vom Department of Labor. Kann ich mal kurz, ich telefoniere da hinten in der Ecke? Ah, ne, kommt man. Audi, kann mir Ihnen helfen? Hallo, ja, ich habe vorher mit dem Department of Labor telefoniert, ich soll vorbeikommen. Ah, Sie wollen jemanden eintragen lassen, richtig? Als Arbeitnehmer. Ich suche mal gerade einen Mitarbeiter für Sie raus. Ja, super, danke. Das zweite Kind kommt, LFSW, LFSW. Ich telefoniere mal kurz in der Ecke, ja? Ja, machen Sie hin. Ja, bitte. Bist du zu blöd, dein Feuerzeug zu benutzen? Nein, Dürüm, hör mir zu. Ja, bitte. Ich habe Arbeit bekommen, ne? Wirklich? Ich bin einfach an mir vorbeigelaufen, Johannes. Ja, Entschuldigung, ich bin Hausmeister im Krankenhaus jetzt. Weißt du, was ich kriege die Stunde? Was kriegst du die Stunde? $70. Ja, Miete kostet 80. Ja, hör auf, darfst du nicht bei mir machen. Was? Wir warten hier. Weil wie war's macht? Was hat der Jafar gemacht? Gar nichts hat der Jafar gemacht. Er ist ein Flaschenkind. Du darfst ihn manchmal nicht so ernst nehmen. Kommst du? Nein, muss ich noch reden mit Arbeitsamt. Ach, jetzt stehen wir hier rum, warten die ganze Zeit, oder was? Ich dachte, du freust dich mal ein bisschen. Ja, ich freue mich. Das ist super toll. Ich war nämlich auch gerade bei Leber. Und da haben die gedacht, ich bin total behindert, weil ich deine Frau bin. Weil du da irgendwelche komischen Sachen dauernd machst. Ja, okay, dann bis später. Ja, warte doch. Oh. Ja, tschüss. Frau. Bin wieder da, habe mit meiner Frau telefoniert. Ja, die freut sie sich. Ja, und wie? Die hat richtig Jubel am Telefon, dass ich endlich Arbeit habe. Die freut sich so für mich. Ja. Ach, schön. Ja. Kurz warten, weil der Herr war jetzt vorher gerade da und ja, sie wollen ja telefonieren, ne? Ja.